Fortnite im Real Life. Mazdak vs. Massi. Ja, meine besten Freunde, ihr seht richtig. Das wird ein echtes Fortnite 101 mit allem drum und dran. Ein verlassener Wald, wo überall Equipment und Tränke rumliegen. Zwei Gegner, die bis zum epischen Sieg gegeneinander kämpfen. Viele Waffen, Truhen, Action, Blut, Schweiß und Tränen. Knacken wir die 10.000 Likes, wird ein zweiter Teil folgen. Gegen einen Gegner, den ihr unten in den Kommentaren entscheiden könnt. Das heißt, der YouTuber bzw. die Person, die am häufigsten in den Kommentaren auftaucht, gegen den wird es ein One-on-One geben. Wir starten beide irgendwo random im Wald. In diesem Wald findet man große und kleine Tränke, die uns nach langen Kämpfen wieder ein wenig Energie geben. Munitionsbehälter, mit denen man seine Waffe wieder füllen kann. Zweitwaffen, für den Fall, dass man bei leerem Magazin der Hauptwaffe direkt switchen will, um weiterhin kampfbereit zu sein. Vorbereitete Munitionsschafts und große Munitionsbehälter. Diverse Taschen, in denen ihr alles verstauen könnt. Und ja, ihr merkt schon, wer sich vor einem Zusammentreffen gut genug umschaut und dementsprechend equipped, hat bessere Chancen. Ach ja, und natürlich gibt's auch Truhen, wo unterschiedliche Sachen drin sind. Jeder von uns hat drei Leben in Form von Luftballons. Dazu muss man aber auch anmerken, dass diese Luftballons sehr, sehr robust sind und wirklich mehrere Schüsse aushalten. Und nun, wo wir die Regeln und den Inhalt des Spiels kennen, würde ich mal sagen, legen wir direkt los. Doch, Freunde, jeder von uns hat eine Waffe, eine vollautomatische Waffe, mit der wir so viel ballern können, wie wir wollen. Das einzige Problem ist, wir fangen beide nur mit einem Magazin an. Das heißt, wir haben nur eine begrenzte Anzahl an Schüsse. Deswegen, das allererste, was ich jetzt mache, erst auf der anderen Seite des Waldes, ich muss erstmal ein Magazin finden, damit ich vorbereitet bin auf einen eventuellen Kampf. Ich würde mal sagen, dann lassen wir die Schlacht jetzt direkt beginnen. Scheiße, Leute, man verliert hier voll die Puste. Dieser Wichser, der hat mich voll im Stich. Dieser Wichser hat mir eine Falle gestellt, Dad. Ich wusste, der wird irgendwo an der Tour campen. Dieser ehrenlose Hund. Aber ich werde jetzt zurückgehen.
und die Truhe zurückerobern. Naja, um es kurz zu halten, ich bin weggerannt, hab Munition gesucht, hab mich eine halbe Stunde ausgeruht, bin dann wieder zurück, hab Masse gesucht und dann ging es so weiter. Scheiße, ich hab keine Munition mehr. Okay, ich glaube, ich habe genug Distanz zu ihm. Er wollte einfach nur die Truhe. Ich muss jetzt erstmal Munition finden. Die Waffe ist fast leer, beziehungsweise die ist schon leer. Und hierfür finde ich auch noch Munition. Dann kann der Kampf um die letzten Ballon, um den letzten Punkt weitergehen. Boah, ich bin so krass am Schwitzen, Leute. Zum Glück habe ich gerade unterwegs ein Energy gefunden, in dem Loch da vorne. Und ich muss erstmal ein bisschen tanken. Ich kann nicht mehr. Ich bin komplett außer Puste. Du Wichser, ich hab keine Maske an! Du Wichser, ich hab keine Maske an! Oh. Der hat echt mein Gesicht getroffen! Bastard, Alter! Was für ein Wichser das ist, oder? Gestern war das hätte ins Auge gehen können. Oh! Du Bastard, Alter. Bastard. Okay. Boah! Boah! Naja, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir kurz getrennte Wege gehen und uns nochmal neu sammeln. So, Leute, jetzt habe ich endlich wieder Munition für die vollautomatische. Und jetzt wird Massi richtig hart in den Arsch gebummt. Ohne Scheiß. Er kriegt alles zurück von eben. Und Freunde, denkt dran, allein für diese heftige Action, die wir hier gerade schieben, gönnt mir Creator Code Mastako. Und wenn ihr Bock habt und euch was damit gegönnt habt mit meinem Creator Code, dann nehmt es mit Handy auf, schickt es mir über Instagram, ich heiße Mastak_Tab und ich werde das dann in meine Story reinpacken mit eurer Verlinkung. So, ich suche jetzt auf jeden Fall einen Platz, wo ich kämpfen kann. Ich will auf jeden Fall gewinnen, Alter. Boah, perfekt. Freunde, ihr seht allein an meinem Gesicht, wie kaputt ich bin.
damit bestimmt 2 Stunden gegeneinander gekämpft. Bin komplett plitschenass. Komplett plitschenass. Guck mal hier, sieht man das? Man kann das ausfringen. So, Freunde, war auf jeden Fall ein geiler Kampf gegen ihn. Er hat unfair gewonnen. Easy gewonnen. Indem er gekämpft hat. Oh, ne. Ah, okay. Endo. Hör auf. Leute, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, zum Beispiel, wenn er und ich das gegen 2 andere machen sollen oder ich gegen jemanden oder was auch immer, schreibt mal eure Vorschläge unten in die Kommentare rein und lasst dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Auf jeden Fall, das war seine Videoidee. Ich war wie immer am Anfang skeptisch. Ich musste voll viele Waffen noch kaufen und Equipment und dies und das und hast du nicht gesehen. Nichtsdestotrotz, das hat mir unendlich Spaß gemacht. Ich denke mal euch auch, wenn man so ein Fortnite 101 im Real Life mal sieht, ohne Excellence. So, Freunde, und ganz egal, wie schwer das Leben auch sein sollte, ganz egal, wie viele Hürden sich euch noch in den Weg stellen sollten, bleibt sauber, bleibt real und denkt immer daran, vertraut mir eine Masse.